bei der Ausstellung wird es jetzt so sein, oder ist es so, dass ungefähr halb halb ist? Also der eine Teil sind halt klassische Video- und Animationsarbeiten, also Projekte, die halt hauptsächlich aus der FH kommen. Und der andere Teil sind halt VJ-Mitschnitte, also Aufzeichnungen von Live-Konzerten, wo wir halt mit Musikern zusammengearbeitet haben, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Das, was für mich am interessantesten ist, ist halt die Zusammenarbeit mit Musikern. Also wo man halt wirklich intensiv mit denen einen gemeinsamen, was Gemeinsames erarbeitet, einen gemeinsamen Live-Act, wo sie ja halt die Themen von der Musik und von den Visuals gemeinsam, also gemeinsame Ursprünge haben. Und der andere Teil ist halt einfach nur halt bucht werden in Clubs und oder halt selber irgendwas organisieren, wo man halt dann einfach nur spontan darauf eingeht, was für Musiker kommen, oder sie hat ein bisschen vorbereitet und hat dann zu der Musik, die er dann dem Abend ist, halt den Raum gestaltet. Also Visuals machen ist generell halt eher was, schon was Nerdiges ein bisschen. Man sitzt halt irgendwo, wo Leute tanzen und Party ist, und man sitzt dann dort rum mit seinem Laptop, und wenn man da das alleine macht, dann kann das schon ziemlich anstrengend sein. Also es ist schon, es macht natürlich Spaß, aber so nach 8 Stunden wird es halt oft einmal langweilig, und wenn man zu zweit ist, dann ist es einfach besser, weil es ja, weil es einfach fad ist. Einfach, wenn alle Party machen, man sitzt die ganze Zeit vorm Laptop, dann stimmt da irgendwas nicht eigentlich. Es ist jetzt so, dass das Material, das ich verwende und das ich ja produziere und halt sammelt, also das ist halt immer zum Großteil ist das relativ, entsteht das relativ zufällig. Also ich habe meine Kamera mit, filme irgendwelche Sachen, irgendwelche Strukturen. Also dazu muss ich sagen, ich arbeite halt mit Videomaterial hauptsächlich und halt Animation. Also und da ist es so, dass die Inhalte von dem halt sehr von dem geprägt sind, also sehr von diesem klassischen VJ-Ding, dass halt alles irgendwie so technisch geprägt ist und urban ist, also viel Stadt, Häuser, ja, Umgebung, Straße, 2000 Videos irgendwie das Zugfenster rausgefilmt. Und es bleibt aber trotzdem für mich immer noch interessant, und das ist halt was, was irgendwie auch schon von Anfang an im VJing ein ganz großes Thema war, weil halt diese urbanen Bilder und halt so Sachen aneinander zeigen. Und das halt auch nicht nur im VJing, sondern halt auch im klassischen Film gibt es das halt auch schon sehr lang, dass man halt so, keine Ahnung, im absoluten Film oder im abstrakten Film, wo halt einfach Filme montiert werden nur halt aus Bildern, aus Städten, die halt dann nicht mehr den Anspruch haben, dass sie ein narrativer Film sind, sondern halt über die Montage halt so eine Art also, Symphonie erzeugen, also eigentlich nach einem musikalischen Prinzip ein Film zusammenmontiert wird. Es ist halt schwierig, es sind halt einfach zwar komplett. Also ich persönlich finde, das schon funktioniert, und aber es ist etwas, wo halt die Leute mit einer Einstellung hingehen, die halt ganz anders ist. Und halt auch vielleicht die Leute, die dann in einer Galerie kuratieren, halt auch vielleicht nicht wirklich in diese Clubkultur sich das anschauen, weil die Leute eben dort nicht als Künstler gelten. Also Cold Cut werden, glaube ich, meistens immer nur als eher als Musiker gesehen, als audiovisuelle Reife. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass das viel. Also ich interessiere mich wirklich viel für Videokunst, und es gibt wirklich schöne Sachen, die da passieren, und auch extrem spannende Sachen, weil man da sehr konzeptionell arbeiten kann mit viel Inhalt und wirklich spannende Sachen machen kann. Aber was mich dann oft stört bei so Sachen, ist einfach, dass der technische Anspruch dort teilweise niedriger ist als in Clubs. Also auch bei Ausstellungen, dass halt da einfach dann irgendwo ein Fernseher steht und da läuft irgendwas. Und wo ich mir halt denke, wenn das jetzt ein VJ gemacht hat in einem Club, dann hätte sich der da was überlegt, was kann man mit der, weil halt immer diese technische Ebene für einen VJ extrem wichtig ist, sind da immer halt Überlegungen dabei, wie kann man das, was man hat, eben ausreizen, das Material, das man da zur Verfügung hat, um irgendwas aufzubauen. Und oder die technischen Möglichkeiten, die man hat, um halt das Werk zu generieren, ist halt das, glaube ich, bei den VJs eher die Bereitschaft da, dass man sich mit neuen Techniken auseinandersetzt als bei. Was in der Videokunst. Oft. Was nicht. Also das trifft sich nicht auf jeden zu, und ich will keinen Vorurteil.
Vorteile. Aber das ist halt das, was man. Vielleicht ist es auch so, weil man halt immer erst etablierte Sachen sieht im Museum oder in Galerien und die halt dann schon. Ja, schon öder sind meistens und halt nimmer up to date sind, von dem es eigentlich technisch möglich wäre.